Ja, liebe Zuschauer und alle Geschlechter wieder eingeschlossen. Wir haben Montag mal wieder. Montag, den 25.04.2022. Und da ist ja immer Termin für die Wandelgespräche. Der Rahmen meines Business, der einzige Rahmen, wo alle mit allen freundlich über alles sprechen können sollen. Und wo das dann auch nicht nur über, was weiß ich, die Lieblingsblumen auf der Fensterbank oder was weiß ich, das beste Pizzarezept gehen soll, sondern wenn wir mit allen über alles reden können, dann werden wir sicherlich doch auch über die wichtigsten Dinge reden wollen. Ist uns das wahrscheinlich doch ein drängendes Bedürfnis dann, und zwar über die Dinge, was sich in der Welt verändern muss, damit das Ganze vertretbar oder aushaltbar werden kann. Ja, in diesem Sinne sind wir jetzt also dann wieder am Montag bei den Wandelgesprächen. Es gibt im Freie Argumente Kulturforum, der Dylan blendet das schon gerade super ein. Ihr seht, freie-argumente-kultur.de gibt es auch ein Thema zu den Wandelgesprächen. Da könnt ihr euch über mehr zum inhaltlichen Hintergrund und Rahmen und technischer Durchführung und früheren Sendungen könnt ihr euch da was anschauen. Ja, ansonsten, wir machen es als Redekreis. Man redet ein paar Minuten, gibt dann regelmäßig weiter im Kreis, sodass jeder gleichermaßen zu Wort kommen kann. Und dann würde ich sagen, gebe ich gleich zum ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan. Ja, jetzt habe ich mein Mikrofon angemacht. Jetzt müsst ihr eure Mikros wieder ausschalten. Und dann kann es im Prinzip losgehen. Moment, Bild wieder. Ja, so. Die Zeit, Uhr hast du an, ja? Habe ich an, ja. So, herzlich willkommen. Es ist ja so, wir hatten ja im Prinzip diese tolle Idee gehabt, die ja einen Versuch wert war. Das New World Economic Forum. Jetzt haben wir aber gesehen, dass all diese prominenten Leute an einem wirklichen Austausch nicht interessiert sind, sondern einfach vielleicht interessiert sind, im großen Fernsehen aufzutreten, aber nicht eine Diskussion um der Diskussion einfach. Ja, sie vermeiden sie einfach. Wir haben ja sogar gesehen, dass sogar die kleinste Organisation, die Gemeinwohllobby, sogar die dann den Auftritt gemieden hat, und dort, wo sie 10.000 Klicks gekriegt hat, ist sie hingegangen. Ja, weil eben die Leute alle nur Werbung für ihr Konzept machen wollen. Und jetzt, aber das war ein Versuch wert und das war sehr wichtig. Und jetzt haben wir das Neue, ist ja jetzt das, woran ich im Moment glaube. Habe heute auch mit einer Professorin gesprochen, die ich auch sogar von der Fachhochschule Wiesbaden noch kannte. Die will morgen dann auch der Sache beitreten, hier dem Wahlbündnis ARD, ZDF, stoppt das, also Wahlbündnis ARD und ZDF Öffnung für uns. Und ja, von daher sozusagen, ja, hoffen wir, dass das also in diese Richtung geht. Und ich bin, denke mich jetzt in Zukunft immer in der Situation, ich bin jetzt bei ARD und ZDF im Rahmen des Wahlbündnisses, bin dran mit der GWO, der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, und fange an, liebe Zuschauer, liebe Fernsehzuschauer, leider muss ich so anfangen, euch das zu sagen, ja. Liebe Millionen Zuschauer, Karl Marx ist Ihnen sicherlich bekannt. Karl Marx hat sich total geirrt und hat den Kapitalismus, die Marktwirtschaft, total verharmlost. Er hat völlig übersehen, dass der Kapitalismus eine unendliche Gehirnwäsche ist, und zwar nicht nur der Konzerne, sondern aller Sparten. Zum Beispiel haben viele jetzt verstanden, dass wir gerade eine riesige Gehirnwäsche durch die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten laufen hatten und haben. Im Moment läuft gerade eine riesige Gehirnwäsche
durch die vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten, die also sozusagen zum Ukraine-Krieg geführt haben, mit so und so viel tausenden Toten und abgeschlachteten und leidenden Menschen. Und dann haben wir die Sparten innere Sicherheit, die lauter Kriminalität produzieren und entsprechende vorteilbringende Irrtümer glauben, die ihnen Vorteile bringen und uns allen schaden. Und leider ist es wirklich so, liebe Zuschauer, liebe Millionen Zuschauer hier im ARD und ZDF, dass ich Ihnen erst von der Gemeinwohlwirtschaftsordnung erzählen kann, wenn Sie so ein ganz klein bisschen die Frage sich gestellt haben, hoppla, ich habe ein Weltbild und glaube das, verteidige das, kämpfe sogar dafür, vielleicht sogar manchmal rechthaberisch. Und vielleicht befinden sich in diesem Weltbild eine ganze Menge kleine, vorteilbringende Irrtümer. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Kleine vorteilbringende Irrtümer verschiedener Sparten, die dieses Weltbild unrealistisch machen und wodurch ich quasi eigentlich ein unrealistisches Weltbild, Wirtschaftsmodell oder was auch immer vertrete und mir gar nicht bewusst bin. Und dann, wenn Sie sagen, okay, ich bin jetzt mal bereit, zu hinterfragen, Leute, sagt mir, wo ich vielleicht gehirngewaschen bin und wo ich Opfer der vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten bin, dann sind Sie vielleicht offen dafür, dass ich zum Schluss für die erste Runde jetzt sage, dass ich halt viele Argumente dafür habe, dass die Gemeinwohlwirtschaftsordnung ein sehr, sehr realistisches Wirtschaftsmodell sein sollte. Aber ich gebe als erstes weiter. Ich denke an den Lucky jetzt, und er muss eine Sekunde warten, dass ich mein Mikro noch ausschalte. Also so etwa in 3 Sekunden müsstest du anfangen können. Ich schalte mein Mikro noch aus.21, 22, 23. Ich schließe mich meinem Vorredner insofern an, als liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Millionen, die da hoffentlich zuschauen, ich auch so tue, als ob das jetzt eine Fernsehsendung ist und ich hier im ARD und ZDF spreche. Deshalb gebe ich mir auch viel Mühe, meinen Berliner Dialekt auszuhalten und mich verständlich in Hochdeutsch auszudrücken, obwohl es mir sehr schwer fällt. Aber mal gucken, vielleicht klappt es ja. Ja, mein Wirtschaftsmodell dockt eher an nicht an einer Gehirnwäsche oder den vorteilbringenden Irrtümern, wo ich mir rausnehmen möchte, da die halt euch oder ihnen zu nehmen, sondern ich möchte mehr an das ihr Gefühl appellieren oder andocken, versuchen anzudocken. Indem ich frage, was könnte Sie glücklicher machen als heute in Ihrer Situation? Was könnte dazu führen, dass Sie sagen, Sie sind einfach glücklicher als heute? Na, meiner Ansicht nach sind es 2 Sachen. Bitte überprüfen Sie, ob das für Ihnen stimmt, für Sie stimmt. Das erste ist, Ihre Grundbedürfnisse sind bei meinem Wirtschaftsmodell, ich nenne es Utopia, ist machbar. Ihre Grundbedürfnisse sind alle gedeckt. Grundbedürfnisse dazu zählen die Kommunikation, also dass Sie über Internet verfügen, Telefon und so weiter. Dass Sie Zugang natürlich zu Zeitungen und so weiter haben, das nenne ich mit Kommunikation, dass das möglich ist. Das andere Grundbedürfnis ist natürlich selbstverständlich Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, warme Wohnung. Und dann macht natürlich Gesundheit, dass also die Gesundheitsversorgung für Sie gesichert ist. Des Weiteren natürlich Mobilität, dass Sie ziemlich jederzeit, vielleicht im Abstand von 1/2 Stunde, von A nach B kommen wollen, können, wenn Sie wollen. Dann natürlich Kultur und Bildung gehört dazu. Und habe ich noch was vergessen? Mobilität, wichtig, Gesundheit. Nee. Die Grundbedürfnisse, die gedeckt sind. Dafür müssen Sie aber für die Allgemeinheit einen kleinen Teil beitragen. Der kleine Teil ist, dass sie eine Beschäftigung, normalerweise als Arbeit auch genannt, aber ich mag das nicht so gerne, weil wir ein Stück weit von der Arbeit mal was verstehen heutzutage. Deswegen möchte ich das nur in Anführungsstrichen setzen, wenn ich Arbeit sage und von meinem Modell rede.
ist eine Beschäftigung, die sich frei nach Art der Tätigkeit und nach Art der Zeit und Dauer frei wählen können. Einzige Bedingung ist, dass es irgendwie dem Gemeinwohl dienen müsste. Und mein Gesellschaftsmodell basiert auf, ist erst heutzutage möglich, zu Marktzeiten ging das noch nicht, obwohl ich da meinem Vorredner ein bisschen widersprechen muss, weil ich denke, Marx hat nicht total versagt, sondern mit dem Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat er genau das beschrieben für mich, was mein Vorredner mit Vorteil bringenden Irrtümer nennt, nämlich, dass es Konkurrenz und das Marktgeschehen, das Leistungsmodell, dass das natürlich unser Denken und Führen beeinflusst und eben zu diesen Vorteil bringenden Irrtümern geführt hat. Das, glaube ich, meinte Marx mit dem Satz, das Sein beeinflusst das Bewusstsein. In meinem Gesellschaftsmodell ist die notwendige, ist nur möglich, hatte ich gesagt, bei der heutigen Stand der Digitalisierung, nämlich dass heutzutage möglich ist, den Bedarf, den jetzt auf Deutschland bezogen 83 Millionen Menschen haben, mit der Arbeitszeit, die dafür notwendig ist, um diesen Bedarf zu produzieren. Von nichts kommt ja nichts. Hochdeutsch, ja. Diese Arbeitszeit jetzt, die heutzutage ausrechenbar ist. Und darüber möchte ich in der nächsten Runde dann weiterreden und gebe weiter an Effi. Ja, dank den Vorrednern. Gut, wir stellen uns also vor, wir sitzen hier vor dem großen Fernsehpublikum. Ihr habt jetzt schon ein paar inhaltliche Vorschläge gehört, vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich, was sich da ändern könnte. Ich setze etwas davor an, nämlich, dass bevor wir die besten Argumente für Einzelthemen raussuchen wollen, ob jetzt im Bereich Wirtschaft, Soziales, Politik, Kultur, Ökologie, dass wir erstmal uns einigen, dass wir als denkende und sprechende Wesen oder Tiere danach gehen sollten, in allen Bereichen, sozusagen als übergeordnetes Steuerungsprinzip. Was hat die besten Argumente? Also freie Argumentekultur. Alle Argumente sollen auf den Tisch kommen und dann kann man dazwischen auswählen. Das ist eigentlich ein aus unserer Natur, eben als denkende und sprechende Tiere, kein anderes Tier kann das so wie wir, ist das eigentlich die Grundsteuerung, nach der wir handeln sollten? Und dieses Ideal ist eigentlich, wenngleich es nicht umgesetzt wird, auch in der Gesellschaft sogar mit enthalten. Also auch die Bundeszentrale für politische Bildung kennt den sogenannten Beutelsbacher Konsens. Und der besagt, dass wenn man überhaupt annehmen will, wir haben eine Demokratie oder mündige Bürger, die die letzte Entscheidungsinstanz sein sollen, dann müssen diese mündigen Bürger den Überblick über die Informationen und Wahlalternativen bekommen. Dann darf es keine Vormünder geben, die ihnen da einen Teil an Informationen schon wegfiltern quasi. So aus der Haltung heraus, wir zeigen ihnen nur das, wo sie aus unserer Sicht dann nicht mehr viel Schaden mit anrichten können. Also solche bevormundenden Filterer und Steuerer dürfte es nicht geben, sondern der einzelne Mensch ist der letzte Filterer, Steuerer oder Entscheider, der demokratische Souverän. Er hat das Recht auf ungefilterte Informations- und Wahlalternativenübersicht. Freie Wahlübersicht für freie Wähler. Und das ist das Grundprinzip, weil es hilft uns ja nichts, wenn wir jetzt in die Einzelthemen einsteigen und dann denkt man sich, oh ja, da habe ich jetzt ein gutes Argument gefunden, wenn es gar nicht nach Argumenten geht. So läuft die Welt jetzt, dass nicht die, die jetzt kommen und wirklich was Vernünftiges zu sagen haben, egal ob es um neue Treibstoffe geht, ob es um Kriegsentscheidungen geht, ob sozialen Ausgleich. Im Moment haben wir weder diese Durchsichtigkeit, dass wir das ganze Geschehen durchschauen könnten, noch ist es so, dass es nach den besten Argumenten geht, sondern da sind mehr oder weniger verdeckt
Machtmechanismen, Macht- und Geldmechanismen, die korrumpieren. Wir haben ein riesengroßes Korruptionssystem auf allen Ebenen. Also jeder kann in sich auch schon reinschauen und kann gucken, gehe ich denn nach den besten Argumenten? Oder habe ich auch in mir Interessen, ob es meine eigenen sind oder vorteilbringende Irrtümer, die mir andere eingeredet haben oder irgendwas Adressiertes. Aber ich kann ja zumindest in mir auch mal die Frage stellen, gehe ich denn nach den besten Argumenten, wenn ich mir die Übersicht über das Ganze so verschärfen will, gehe ich dann nach den besten Argumenten? Habe ich diese Bereitschaft? Oder habe ich irgendwelche anderen Interessen, die ich wie Betonpfeiler in den Boden gerammt habe und sage, ich gehe nach Vernunft oder ich gucke nach Argumenten, wenn es meinen Interessen dient? Und wenn nicht, dann ist doch auch egal mit den Argumenten, dann will ich halt einfach meine Interessen verwirklichen. Das ist die Korruption im Kleinen, in jedem von uns auch. Und wir müssen, wenn wir die Augen aufmachen wollen, wenn wir die Übersicht bekommen wollen, ja, ich höre es nicht, danke schön. Wenn wir die Augen aufmachen wollen, den Überblick gewinnen wollen und nach Entscheidungskriterien gehen wollen, die wirklich in der Sache und für alle am besten sind, dann müssen wir auch in uns sagen, diese Interessen, die gegen die besten Argumente gehen, müssen sich da unterordnen. Sonst kommen wir aus der Willkür und Korruption nicht raus. Was im Großen der Egon Bahr mal gut gesagt hat, der hat mal, ich glaube, von der Schülerklasse gesagt, die große Politik geht nicht nach Demokratie und Menschenrechten, sondern nach Interessen von Staaten. Lasst euch nichts anderes einreden, egal was da auch im Geschichtsunterricht erzählt wird. So, und das ist also mein grundlegendstes Angebot. Bevor wir rumstreiten oder bevor wir nach besten Argumenten für einzelne Themen suchen, die dann gar nicht zum Zuge kommen, weil die Korruption regiert, lasst uns die Korruption abstellen. Überblick über alle Informationen und Argumente und Wahlalternativen und dass wir alle dann hingehen können und versuchen können, das Beste in der Sache und für die ganze Menschheit da herauszubekommen. Ohne das torkeln wir nur von einer Korruption und einem Scheuklappenblick in die nächsten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und gebe an den Dill. Ja, und jetzt muss ich gerade wieder Bild herstellen. Hört mich gut, Lucky, mal nicken, wenn du mich gut hörst. Ah. Ja, jetzt irgendwas ist. Jetzt bin ich hier, aber ich denke, ich bin gut zu hören. Dann kann ich ja ich gleich los. Gut. Ja. Dann kann ich ja mal loslegen. Ja, also ich suche nur noch gerade das richtige Bild. Und dann kann ich loslegen. Na, so. Ja. Also, nachdem ich in der ersten Runde, liebe Millionen Zuschauer hier von ARD und ZDF, nachdem ich Ihnen also erzählt habe, bitte misstrauen Sie Ihrem Weltbild. Fragen Sie sich, könnte es nicht sein, dass Ihre politischen Vorstellungen, Ihre Wahl, die Parteien, die Sie wählen, könnte das nicht beeinflusst sein durch Manipulationsprozesse? Öffnen Sie sich für eine Hinterfragungsbereitschaft, auch im Sinne der freien Argumentekultur, im Sinne auch einer Hinterfragungsbereitschaft. Öffnen Sie sich für Argumente. Ja? Und jetzt der zweite Punkt ist, das ich ja schon angedeutet habe und vorhin eingeblendet hatte, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Ich bin ja Fan der Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO, der Next Scientists for Future, halte die für fundierter als die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, unsere junge wilde Schwester, wie ich sie nenne. Und da ist es so, dass das Grundprinzip unserer GWO bedeutet, zum Beispiel, der Hausarzt mit seinem zukünftigen Team wird belohnt, gemäß, wie sich das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand seiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner entwickeln. Und wenn die sich positiv entwickeln, wird er finanziell belohnt, weil wir sagen, wir sind vorsichtig, wir sagen,
Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahrhunderten durch dieses finanzielle Bezahlungssystem mit unterschiedlichen Gehältern und Löhnen wir es immerhin geschafft haben, einigermaßen bei der Weltspitze dabei zu bleiben. Und wenn ich an die Ukraine schaue, dann sehe ich, dass wir zumindest eine rein defensive Abwehrraketen Technik brauchen, die so Hightech ist, dass sie zum Beispiel an alle möglichen angreifenden Abwehrraketen und Panzer und Flugzeuge zuverlässig abfangen kann. Das halte ich aus Sicherheitsgründen für erforderlich, dass wir also noch eine gewisse Zeit lang zumindest dieses beibehalten, dieses hocheffiziente und auch sehr viel Arbeit bedeutende System, leider notgedrungen, Beispiel Ukraine, oder möchten Sie, dass es Ihnen wie der Ukraine, dem Irak, den Indianern oder den Indios geht, die waffentechnisch einfach unterlegen waren? Das war ihre einzige Sünde, sozusagen, und dann wurden sie abgeschlachtet, ne? Und das muss ich nicht, das will ich für Sie, liebe Wählerinnen, nicht haben. Ja? Und was diese Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, die ja dann nur noch an meinem Glück und meiner Gesundheit verdienen kann, die wird alles tun, um mit der Hilfe der Professoren des Weltrates und der Next Scientists for Future auf die schnellste Weise ein Wiederfinden zu schaffen, ein Wiederfinden der artgerechten menschlichen Lebensweise. Und die kommt dann automatisch, denn alle Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft mit ihrem faszinierenden, kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot werden alles tun, die artgerechte Lebensweise wiederherzustellen. Und das kann zum Beispiel dann auch eine Gemeinschaftslebensweise, eine Kommunenlebensweise sein, sogar eine Bonobo-Schenker-Kommunenlebensweise könnte das sein. Oder vielleicht sogar eine Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe, Ehen-Kommunenlebensweise. Ja, also das bleibt aber alles dem Evolutionsprozess überlassen, wenn erstmal es piepst. Ich mache nur noch kurz rund. Die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften belohnt werden für mein Glück und für die Steigerung meines Glückes und die Steigerung meiner Gesundheit. Dann kommt das automatisch. Und wenn wir dann keinen Tauschhandel mehr wollen, weil wir die Gütersucht weg ist und wir dann mit dem zufrieden sind, was die Gruppenmitglieder produzieren und uns schenken, dann können wir auch das Geld abschaffen, den Tauschhandel abschaffen und so weiter. Von mir aus gerne, je nachdem, was die Menschen dann wollen. Und sozusagen. Aber eins darf man nicht vergessen, auch wenn wir uns dann gegenseitig die Güter, die wir selber herstellen, schenken, dann werden immer noch aus meiner Sicht die Frauen schauen, wer der größte Schenker ist und werden den mit noch intensiverem Sex belohnen und ihm eine etwas größere Wahrscheinlichkeit geben, der Vater des nächsten Kindes zu werden. Ich fürchte, dieser gesunde Egoismus der Säugetiere ist bei uns nicht ausrottbar. Und hiermit gebe ich weiter. Sekunde. Öffi muss wieder. Augenblick, ich bin jetzt so Öffi, Lucky, 3 Sekunden, dann kannst du loslegen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin stehen geblieben bei meiner ersten Ausführung bei der Vorstellung, die Sie sich bitte machen möchten, wenn alle Ihre Grundbedürfnisse befriedigt werden würden und Sie eine Tätigkeit ausüben könnten, die für die Gemeinschaft nützlich ist, die Sie frei nach der Art und nach Zeitpunkt, also auch Tageszeit und so weiter, wählen könnten, ob Sie ja nicht glücklicher wären als heute. Wie soll das bewerkstelligt werden? Das habe ich ja gesagt, dass ich das jetzt ausführen will. Dazu ist bei der heutigen Digitalisierung das ja möglich, ähnlich wie das Bruttosozialprodukt ausgerechnet wird, dass die Arbeitszeit, die zur Produktion dieser Dienstleistungen und Güter notwendig ist, dass es auch ausrechenbar ist in Stunden. Und das ist von meiner Sichtweise aus ein gerechteres System, als es heute mit Markt und oder Euro und so weiter gemacht wird, weil da endlich die Würde des Menschen, wie es schön überall schön heißt, und alle sind gleich vor dem Gesetz und dass das dann eben praktiziert wird,
weil die Lebenszeit, die ich sozusagen für die Gemeinschaft bringe, seit der Erfindung der Uhr, ist die messbar und nicht Auslegungssache, dass sozusagen eine Stunde eines Bankiers, wenn er eine Unterschrift macht, dass sie mehr tausendfach oder mehr, millionenfach mehr belohnt wird als eine Putzfrau, die auch eine Stunde putzt. Ist ja heute sozusagen, haben wir eine Hierarchie, eine soziale Hierarchie, eine Einkommenshierarchie, die eben an der, an dem ans Geld, ans, ja, ans Einkommen gekoppelt ist, sodass die Würde von daher fraglich ist, ob die Würde eines Piloten oder Millionärs identisch ist mit der Würde eines Hartz-IV-Empfängers oder Putzmann oder Putzfraus. Ich möchte aber noch kurz, weil sozusagen mein Vorredner, in dem Falle Öffi, hat für mich also sehr gute Sachen gesagt, die auf meinen anderen Schwerpunkt noch von Utopia hinweisen, nämlich es wird nicht nur das Geld abgeschafft, sondern es soll perspektivisch auch der Staat abgeschafft werden. Da hat eben Öffi eine schöne Lanze gebrochen für mein Menschenbild, das ich ganz genauso sehe, nämlich dass wir, also der einzelne Bürger und die Bürgerin, dass die letztendlich die Entscheidung der oder die Geschicke des Staates lenken können. Weil wir sind die Regierung, wir sind diejenigen, die das Gemeinwesen bestimmen. Und das muss sich auch natürlich in der Entscheidungsfähigkeit und den Entscheidungsmöglichkeiten ausdrücken. Und die sind bei der heutigen Digitalisierung, ist es ja möglich, dass sozusagen mit einem, wie du richtig gesagt hast, irgendwie mit einer Transparenz an Informationen, dass alle verfügbaren Informationen transparent sind für alle Menschen und nicht mehr Privateigentum von einzelnen Firmen oder Internetkonzernen sind, sondern dass die allen zur Verfügung gestellt wird. In dem Moment kann über, wenn die nötigen Informationen eben präsentiert werden, können also Menschen sich ein eigenes Bild drüber machen und entscheiden, was für das Gemeinwohl und letztendlich auch für sie am besten ist. Und deswegen ist es diese Durchdigitalisierung ist für mich also ein weiteres Essential bei dieser Vision, konkreten Vision von Utopia. So, ich mache erstmal jetzt schon einen Punkt, bevor ich dann inhaltlich zum nächsten gehe. Und ich dann nicht verlängern muss. Und dann mache ich jetzt hier schon mal einen Punkt. Und gebe weiter an Öffi. Ja, danke den Vorrednern. Der Dylan vor allem stellt sich das ja so vor. Ich meine, der Luki zum Teil auch. Sogar, dass es wäre wie beim Fußballspielen im Stadion, wer da die meisten Punkte macht oder so. Und der Dylan stellt sich das ja so vor, dass wenn dann in den Sendungen so geredet wird, dass am Ende auch auf Entscheidungsvorschläge oder Wahlabfragungen bei euch, liebe Zuschauer, hinausläuft. Nämlich so, also mit welchen Voreinstellungen seid ihr reingekommen? Was habt ihr dann für verschiedene Vorschläge gehört? Und ändert sich bei euch was oder welchem dieser Vorschläge würdet ihr am meisten zuneigen? Ich sage mal, dass, wenn ich mich nicht vertue, der von mir ganz nach vorn gestellte Punkt mit der freien Argumentekultur etwas Verbindendes hier jetzt bei all den Standpunkten zum Beispiel heute Abend ist. Dass also alles, auch wenn dann Zusatzvorschläge kommen, wie es am besten gehen soll, ob jetzt Lukis System mit der digital gesteuerten Arbeits- und Konsumverteilung oder Dylans Konzept der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung mit Wohlfühlstimme und so weiter. Das versteht sich, wenn ich mich nicht vertue, als Hinzukommendes zur freien Argumentekultur, die unter allen Menschen sozusagen das erste Grundrecht und die erste Bühne und der erste Rahmen ist, in dem man dann eben schauen kann, ob als Bestes herauskommt dieses digitale Verteilungssystem von Arbeit und Konsum oder die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung mit Wohlfühlstimme und so weiter. Das heißt eigentlich, ich sage das ganz frech so, ne, wir sind ja hier locker flockig frech, eigentlich, wenn jetzt alle so am Ende abstimmen würden, müssten alle Stimmen erstmal sowieso für die freie Argumentekultur sein. Also ich glaube nicht, dass Luki oder Dylan sagen würden, wir bevorzugen, dass irgendeiner unserer Einzelstandpunkte vertreten wird und die freie Argumentekultur untergeordnet wird.
Ja, also insofern, liebe Zuschauer, gebe ich das euch auch zur Abwägung, ob nicht als erstes sowieso freie Argumentekultur sein muss. Und dann kann man schauen, was kommt bei den anderen Dingen raus. Ich habe auch so meine Vorstellung, was dann rauskommen kann. Also ich sehe positive Aspekte. Ich deute das nur an, weil es gehört eigentlich nicht hierhin. Wir müssen erst die freie Argumentekultur richtig durchkriegen, ne? Deshalb werde ich im weiteren Verlauf dann mehr erzählen, wie sieht das aus mit der freien Argumentekultur? Wann haben wir sie eigentlich echt? Was sind da die Methoden? Was sind die Sicherungsmechanismen? Und wann haben wir es zu wenig? Also sind zu sehr noch auf Glatteis, sodass wir noch nicht zu sehr anfangen sollten, die Einzelstandpunkte zu analysieren und zu beurteilen, weil das Glatteis noch zu schlimm ist. Aber ich deute mal an, ich finde es auch, jetzt mal auf Luki Bezug nehmend, eine tolle Möglichkeit heutzutage, die digitalen Analyse, Überblicks- und Steuerungsmöglichkeiten mit zu verwenden. Bezogen auf Dillen kann ich sagen, ich glaube, dass die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und die Wohlfühlstimme das beste Reformkonzept überhaupt ist, um aus den jetzigen Systemstrukturen mit Reformschritten herauszukommen. Und das, was jedenfalls auch von Dillen und mir ja ein Traum ist, dann am Ende zu den aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen hinzukommen. Das heißt, zu wirklich zusammenwachsenden Basiszellen menschlichen Zusammenlebens, wo sie wieder lernen, wie sie richtig gut und erfüllend miteinander reden können und Konflikte lösen können und gemeinsam planen können und gemeinsam Menschheitskonsensdemokratieentscheidungen treffen können, also wo die Kinder der Zukunft als entscheidende Bezugsgruppe gesehen wird. Das sehe ich natürlich auch als was ganz Tolles an. Also insofern, ich habe das Klingeln gehört, also ich mache mal rund. Die Methoden und Sicherheitsmechanismen und so weiter, das beschreibe ich beim nächsten Mal, oder überhaupt die Grundgestalt der freien Argumentekultur. Ich beschreibe das dann anhand der Struktur, die im freien Argumentekulturforum experimentell so schon ein bisschen vorgestaltet wurde oder ein Einstieg damit in freie Argumentekultur gebahnt werden sollte. Jetzt lasse ich es dabei stehen, dass ich im Grunde genommen gesagt habe, wir haben hier bei dem, was vorgetragen wird, nur begrenzt überhaupt verschiedene Alternativen, zwischen denen gewählt werden müsste. Wir haben eigentlich mehr ein gestuftes Entwicklungskonzept, in dem verschiedene Elemente integriert werden können. Zum Teil auch Unterschiede, und das müsste man dann klären. Aber in hohem Grade reden hier jetzt die drei Vertreter, die heute da sind, das Wort für einzelne Elemente, die nicht in entweder oder zueinander stehen, sondern in der Form, wie sie als sowohl als auch zusammengefügt werden könnten. Und die Ausgangsbasis für alles und der Weg auch für das Zusammenfügen kann eigentlich nur die freie Argumentekultur sein. Ich gebe weiter an den Dillen. Ja, jetzt brauche ich wieder ein paar Sekunden, bis ich die Technik gerichtet habe. Ja, jetzt sind wir schon mal hier. Ja, dann lasse ich es erst mal da sein. Dann lege ich mal los. Also, an einem Punkt sehe ich das ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, dass erst die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, die vorteilbringenden Irrtümer des Kapitalismus beseitigt, die zur Rechthaberei anstiften und zur Ablehnung der freien Argumentekultur und der Meidung derselben neigen. Wir haben im Kapitalismus lauter Tendenzen, so nach dem Motto, nee, über bestimmte Themen rede ich gar nicht, da hab ich recht und damit ist die Sache erledigt. Und ich rede nicht mit Spinnern und so weiter. Ja, also soll diese Tendenzen beseitigt zuverlässig die Gemeinwohlwirtschaftsordnung erst. Das heißt, ich bin persönlich der Meinung, dass wir mit der GWO erst die Bereitschaft der Menschen überhaupt schaffen für die FRAG. Erstmal jetzt schon mit dem Wahlbündnis zwingen wir ja quasi in ARD zu ZDF eine Öffnung, wenigstens für die Teilnehmer des Wahlbündnisses, diese freie Argumentekulturöffnung, ja. Aber generell die GWO, wenn sie dann von den Menschen gewollt würde, und erkannt würde als gut, würde dann also die
die Situation so verändern, dass die Frack zum Standard wird, überall. Ob in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, den von denen supervidierten ersten Gemeinschaften, Mehrgenerationen-Gemeinschaften und so weiter und den dann da vielleicht später entstehenden Kommunen und später vielleicht sogar Bonobuschenka-Kommunen oder gar ganz später nochmal Bonobuschenka-kommunistischen Gruppen, wer weiß, ja. Aber die Frack wird erst richtig flächendeckend psychisch möglich durch die GWO. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich mache mal ein Beispiel, wie die GWO, unsere GWO, die Gehirnwäsche und die vorteilbringenden Irrtümer wegschafft. Beispiel ist zum Beispiel die Sparte Arbeitsamt, so Teil der Sozialsparten, in denen entstand irgendwann ein vorteilbringender Irrtum und der hieß: Oh, Mindestlohn ist eine ganz tolle Sache, das hilft den Menschen. In Wirklichkeit, das ist ein vorteilbringender Irrtum, weil er nämlich die Karrierechancen der Arbeitsamtmitarbeiter dadurch vergrößert, dass dass nämlich der Mindestlohn als ein Arbeitsverbot für alle niedrig Qualifizierten, die weniger als 12 Euro die Stunde an Ertrag, zum Beispiel denken Sie an eine Pommesbude, da ist jemand tätig und er wirtschaftet vielleicht 10 Euro die Stunde. Dadurch, dass er arbeitet, erwirtschaftet er 10 Euro die Stunde. Der Chef muss ihm aber 12 Euro die Stunde zahlen und deswegen geht er nach und nach pleite und dann sind alle arbeitslos. Der Chef ist arbeitslos und der Mitarbeiter ist arbeitslos. Durch den Mindestlohn und im Arbeitsamt machen die Mitarbeiter Karriere und können aufsteigen, weil es wieder noch mehr neue Arbeitslose gegeben hat. Und diesen Irrtum macht die GWO weg. Wie macht sie den weg? Der Arbeitsamtmitarbeiter wird nur noch belohnt, sei mit seinem Team sozusagen, er wird für sein Team nur noch belohnt, wenn in dem Bezirk, für den er zuständig gemacht wird, die Prozentzahl der Menschen, die in Arbeit sind, ständig nach oben klettert und steigt auf einen ganz hohen Level, dann kriegt er immer gutes Geld. Dadurch verliert er das Interesse an diesem vorteilbringenden Irrtum vom Mindestlohn und er wird als Arbeitsamtmitarbeiter sagen: Leute, es piepst, ich muss mach noch kurz rund. Leute, wir müssen sofort den Mindestlohn wieder abschaffen, denn sonst kriege ich nicht alle Leute in Arbeit und ich will ja Geld verdienen durch möglichst viele in Arbeit und dazu muss ich die niedrig qualifizierten und die Unfähigen, die kann ich ja nicht alle in Behindertenwerkstätten unterbringen, die muss ich doch auch für 5 Euro und für 7 Euro die Stunde in Arbeit bringen dürfen. Und deswegen, Leute, schafft sofort den Mindestlohn ab. Wir Arbeitsamtmitarbeiter fordern das jetzt alle. Und ich hoffe, jetzt kann man sich vorstellen, wie die Gemeinwohlwirtschaftsordnung nach und nach innerhalb kürzester Zeit alle vorteilbringenden Irrtümer, alle Gehirnwäsche zum Aussterben bringt und dann die Menschen auch offen macht für freie Argumentekultur und für ständiges Argumentieren und Hinterfragen von früheren fanatisch vertretenen vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten. Ja? So, ich gebe weiter. Sekunde, ich muss jetzt wieder die Technik machen. Es ist immer eine kleine Technikpause unvermeidlich. So, in 3 Sekunden kann Lucky anfangen zu sprechen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, die mir bisher gefolgt sind, werden natürlich verstehen, dass ich mit meinem Vortrag des Vorredners nichts richtig anzufangen weiß, weil in meinem System von Utopia geht es nicht um Mindest- oder Mehrlohnarbeit und Arbeitsplätze, die irgendwie vermittelt werden müssen und dass die Behinderten 5 Euro kriegen und andere 7 oder alle in Behindertenwerkstätten arbeiten müssen und ein sozusagen Kampf um Arbeitsplätze, sondern alle können sich ja beteiligen mit der Mindestarbeitszeit oder sollen sich sogar mit einer Mindestarbeitszeit beteiligen, die eben den Mindeststandard, also die der Grundbedürfnisse, das wird für alle sichert. Und wenn du durch Produktivität oder weil so viele Arbeitskräfte da sind, mehr gearbeitet werden kann, ist natürlich für jeden Einzelnen weniger Mindestarbeitszeit, die er beibringen muss. Und entsprechend, wenn die Grundbedürfnisse steigen oder andere
mit zu den Grundbedürfnissen zählen, meinetwegen wie Wodka trinken oder Kaviar essen, wenn es zu den Grundbedürfnissen dazu zählt, wird natürlich prozentual dann auf die 83 Millionen, wenn wir jetzt nur bei Deutschland bleiben, diese Grundarbeitszeit oder Minimalarbeitszeit, die wird dann natürlich erhöht um 10 Minuten für jeden oder je nachdem. Das kann ja heutzutage jeder Computer ausrechnen, was denn für jeden Einzelnen bedeutet, wenn die und die Sachen noch mehr produziert werden zur Deckung der Grundbedürfnisse. Ich wollte nochmal auf Öffi eingehen. Und zwar, ich finde wichtig, dass wir uns klar machen, von was wir ausgehen, von unserem Idealpunkt der Gesellschaft, wie wir uns das vorstellen, wo, wie du auch sagtest, sicherlich auch viele Überschneidungen sind und viele verbindende Sachen sind, auf die wir uns auch schwerpunktmäßig immer beruhen oder berufen sollten und nicht so sehr bei, auf den Unterschieden rumhacken. Oder ob wir uns von dem Weg dahin und von den nächsten Schritten ausgehen, was jetzt praktisch vor uns liegt. Und da sehe ich zumindest meine Vorstellung ist, wenn wir jetzt das ARD und ZDF-Wahlbündnis machen, ist meine Vorstellung, dass möglichst viele, du redest ja mal von dem bunten Blumenstrauß, Alternativmodelle, wie wir, wie die verschiedensten Gruppen sich ja, die Abkehr vom Kapitalismus und den Weg zu einer anderen, besseren Gesellschaft vorstellen, dass die dargestellt werden. Und dafür erreichen wir dann eben ein größeres Publikum, wie wir jetzt auch schon haben, ja, die Millionen, die uns jetzt zuhören und zuschauen. Und die, dass die irgendwann angefordert, gefordert wären, dass sie 4, 5, ja, vielleicht maximal 10 Lieblingsmodelle, die Ihnen am meisten liegen, dass die sozusagen darüber abstimmen. Ob das jetzt freie Argumentekultur heißt oder wie das genannt wird, dieses Abstimmungsverfahren oder Meinungsäußerung, das ist mir ja relativ egal. Da geht es mir, da will ich wirklich die Bürger und Bürgerinnen ernst nehmen, dass die, wenn wir das ausführlich und Zeit genug hatten, das darzustellen, dass die sich eine Meinung bilden können, was ihnen aus welchen Gründen auch immer am meisten liegt. Das haben wir ja ausführlich und dafür und wieder und dargestellt. Und sicherlich werden die auch feststellen, wo es Überschneidungen gibt oder wo vielleicht auch ein Mensch dann mehrere Gruppen, 2, 3 Gruppen zusammenfügen kann. Dass vielleicht wir drei eine Gruppe sind oder noch mit denen ich über Geld abschaffen diskutiere, dass es die Geldabschaffer eine Gruppe ist, die alle Gemeinwohlökonomie oder Communes, wer ist denn da? Ja, kommunistische Gruppen, also mit O geschrieben, kommunistische Gruppen, dass sie vielleicht auch einen Block bilden und dann 3 oder 4 eben zur Wahl stehen. Danach, wenn sozusagen aus dem großen Potpourri, Blumenstrauß, 4, 5 Blumen rausgenommen werden, ich mache kurz runter, ist meine Vorstellung, dass danach dann eine Volksabstimmung gemacht wird. Also nicht nur von den Zuschauern, sondern eine Volksabstimmung, wo dann wieder 2 oder 3 Modelle oder vielleicht nur ein Modell dann rausgewählt wird. Und das ist dann für mich sozusagen der Auftrag an die Gesellschaft, alles dafür zu tun, dass diese reale Utopie oder ja, dieser Entwurf halt, dass der umgesetzt wird. Punkt, damit bin ich fertig und gebe weiter an Effi. Ja, danke den Vorrednern. Also ich sehe schon natürlich eine Gefahr, auch in dem Gespräch, wie wir es jetzt hier haben, dass wir zwar quasi im Moment gemeinsam alle auf einem Boden stehen, wo eigentlich automatisch die freie Argumentekultur erstmal unser Ansatz ist. Also wenn wir jetzt auch sagen, Wahlbündnis, ARD und ZDF, immer Bühne für alle möglichen alternativen Vorstellungen. Dann macht ja nicht Lucky zur Voraussetzung, es geht erstmal nur um mein digitales Verteilungssystem. Und Dylan sagt nicht, es geht in erster Linie und vorher um die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, sondern es geht um diese Sichtbarkeit der verschiedenen Standpunkte, die nach Argumenten beurteilbar werden sollen. Ja, und Dylan hat ja noch vor 2 Wochen eben auch gesagt, es ist wichtig, da den Akzent ganz genau zu legen und nicht erst auch diese wirtschaftlichen Theorien und so zu haben, sondern zumindest jetzt in diesem speziellen Kreis oder bei der speziellen Aktion zu sagen, hier, das ist doch wohl der kleinste Konsens,
dass wir jetzt hingehen, ne, und nicht einfach willkürlich was auswählen oder willkürlich irgendwelche Lösungsvorschläge durchdrücken wollen. Das machen ja die anderen mit Macht und Geld schon zur Genüge. Und andere von der Bühne weghalten oder wegdrücken und die öffentlich-rechtlichen Sender eher für Staatspropaganda verwenden als für einen wirklich sachgerechten Überblick über die Möglichkeiten. Ja, also dass man das wirklich ganz knallhart nach vorne stellen müsste. Nicht erst müsst ihr meiner Einzelideologie oder Einzelvorschlägen hier zustimmen, sondern lasst uns gucken, was hat, wenn wir auf alles schauen können, die besten Argumente. Und ich sage jetzt mal einen Punkt eben noch dazu, die beste Verantwortbarkeit. Denn ich erlaube mir schon zu sagen, ich würde in so einem Prozess, wie ihn, wir ihn hier vorhaben, auch mit dem Wahlbündnis und so, ich würde dabei mitwirken, aber ich würde mich nicht davon abhängig machen, wie sich dann die Bevölkerung, die dabei mit hier jetzt quasi an die Bühne herangeführt wird, verhält. Genauso wie im Dritten Reich, die Widerstandsgruppe der Weißen Rose nicht hätte sagen können, wir gucken jetzt mal, was die Mehrheit so gut findet und womit sich die Menschen am meisten wohlfühlen und danach richten wir uns auch. Ich richte mich niemals nach irgendeinem geringeren Maßstab als dem, der aufs Ganze auch in die Zukunft hin das Verantwortliche will. Also wenn dem Lucky zum Beispiel viele Leute zustimmen würden und würden sagen, jo, besser als heute, der Arbeitsstress ist es doch natürlich, wir müssen ein paar Stunden arbeiten, wir kriegen alles, was wir brauchen. Das wäre für mich eine Supermarktmentalität gegenüber dem Leben, die nicht in erster Linie fragt, womit geht es den kommenden Generationen am besten oder überhaupt möglichst gut. Und dementsprechend würde ich sagen, macht das mit euch ab, liebe Leute. Ne? Ich trete mit dafür ein, dass ihr eben alle eure Gedankenargumente uns so vortragen könnt, dass ihr alle anderen Argumente sehen könnt und dass ihr da eure freie, souveräne Wahl treffen könnt. Aber ich richte mich danach nicht, wenn ihr nicht das aufs Ganze gesehen Verantwortliche wollt. Ihr könnt es anders entscheiden. Ihr könnt das was ganz anderes wollen als das. Aber dann mache ich es nicht mit. Und wenn 99%, egal ob Sie es dann, ich sag mal, die digitale Verteilungssystematik nennen, oder ob Sie sagen würden, das ist für Sie die Form der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung oder was dabei rauskommt, dann sage ich, ja, macht. Aber es ist nicht meine Orientierung. Und trotzdem glaube ich, dass das ja ein relativ harmonischer Vorgang sein kann, weil ich direkt diese Lebensform der anarcho-kommunistischen oder aufgeklärt Schenker Bonobo-mäßigen Kommune lebe. Ich lebe direkt so, ja, der Dylan blendet das auch gerade ein. Da haben wir mal angeboten, dass wir für den Menschen, die sich auf diesen Weg machen wollen, auch Supervision anbieten können und Hilfestellung, wie so ein Einstieg ins Kommuneleben möglich sein kann. Ich möchte mit anderen Menschen nur noch als gleichberechtigten Geschwistern, Menschengeschwistern, globale Konsensplanung machen. Was ist für alle und gerade auch für die Kinder der Zukunft das, was okay ist? Was anderes ist nach meinem Gewissen nicht das, was uns zusteht. Egal wie viele da ansonsten dafür schreien, dass man auch was anders machen sollte, egal wie weit die Herrschenden uns sagen, ach, macht euch doch nicht so schwer, hier habt ihr doch eure Leckerlis. Und dafür könnt ihr uns als Willkürherrscher oder Big Brother-Struktur doch auch akzeptieren. Nein, ein Öff akzeptiert nichts davon. Und ja, also ich glaube, das kann harmonisch sein, weil ich doch hoffe, egal was dann die Menschen, die jetzt zusammengeführt werden, auch auf dieser Bühne jetzt, die vielleicht bei ARD und ZDF entsteht, die Menschen werden hoffentlich bei ihren Entscheidungen eine Entscheidung, ja, ich höre das Piepen, Dankeschön. Die Menschen werden hoffentlich bei, egal was sie entscheiden, sich auch entscheiden für die Toleranz gegenüber solchen Lebensversuchen, wie ich den machen will. Also es wäre traurig für mich, wenn bei dem, was sie entscheiden, rauskommt, wir müssen es unmöglich machen, wir tolerieren es nicht, wir merzen das aus, wenn Menschen hier versuchen, diese Verantwortungskommune zu leben. Wenn das rauskäme, wäre es traurig und dann müsste ich das aber auch hinnehmen, aber ich würde es im Widerstand hinnehmen. Aber ansonsten ist meine Hoffnung, dass egal, was dann gewählt wird, auch jetzt bei Wahlbündnis und bei dieser Bühne von Anfangsbühne von Freie Argumentekultur, die Toleranz für die Menschen, die aufs ganze verantwortlichen Gemeinschaftsmodelle leben wollen, hoffe ich, ist mit enthalten. Würde ich mir sehr wünschen, würde ich auch für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte allen sehr empfehlen. Okay, damit gebe ich wieder an den Dillen weiter. So, jetzt wieder der technische Turnaround.
Ja, ich bleibe erstmal bei diesem Bild hier. Ja, also erstens. Also ich würde mir halt immer um die Leistung Sorgen machen. Denn der Kapitalismus erzwingt leider, wir sehen das am Beispiel der Ukraine, Irak, Indianer, Indios, leider eine waffentechnisch, defensivtechnisch wenigstens. Ich bin ja da der Meinung, dass diese Waffen dann nicht mehr angriffsfähig sein dürfen, damit wir ganz schnell in den Abrüstungsprozess kommen. Dass die Leistung vielleicht nicht mehr hoch genug ist, wenn die Bezahlung nicht mehr so unterschiedlich ist, denn der Lucky möchte ja quasi im Prinzip mit Utopia ist machbar, die Stundenorientiertheit, also Stundenzahl statt unterschiedliche Bezahlung pro Stunde. Ne? Und da hätte ich auch Sorge, ob es nicht dazu, dass, ob da vielleicht nicht gerade die Topverdiener, einfach weil sie noch unsicher sind, ob sie sich wirklich so viel wohler fühlen werden, wie Lucky das in Aussicht stellt, dass sie dann vielleicht sicherheitshalber erst einmal abwandern aus Deutschland und im Ausland weiterhin als Topverdiener arbeiten. Ja, denn diese Topverdiener werden ja von jedem Land der Erde gesucht und gewollt und es gibt sogar Headhunter, die sie versuchen abzuwerben und so weiter. Und dass wir dadurch dann viele Leistungsträger eventuell ans Ausland verlieren, kann auch sein, dass wir Unternehmer mit ihren Arbeitsplätzen, dass die erstmal sicherheitshalber abwandern, was dann dann eben erfordern würde, dass wir das gleich weltweit einführen. Ja, also wir versuchen halt einen anderen Weg zu gehen mit der GWO. Wir machen eine Bundesländer-Bundesliga der Landesregierung. Wir messen also, welche Landesregierung tut den Menschen gut? Wie war das vorhin? Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, in dem Fall der Wähler, wird erfasst und danach wird quasi, kommt es zu Neuwahlen für die Absteiger, also die Bundesländer von den 16, die sich auf den Plätzen 14, 15, 16 befinden. Da kommt es zu ganz schnellen Neuwahlen und die werden dann abgewählt und werden nie wieder regieren. Außerdem führt die GWO dazu, dass kein Konzern mehr profitieren kann durch Lobbyismus. Also Lobbyismus verschwindet von heute auf morgen, weil wenn ich meinen Kunden das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit und den Wohlstand der Kunden weiterhin schädige, der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner schädige, weil mir die Politik durch Lobbyismus Einfluss die gesetzliche Grundlage dafür liefert, dann schneide ich mir ja ins eigene Fleisch, weil ich dann durch reduzierte Verdienstzuschüsse abgestraft werde. Also so sozusagen kriegen wir die Politik dazu, dass sie unser Diener wird. Und danach kann dann der nächste Schritt kommen, wenn dann die ganze Welt irgendwann pazifistisch in Gemeinschaften lebt, können wir auf die Rüstung verzichten, wir können auf diese Hochleistung verzichten, wir können Arbeitszeiten reduzieren, wie es in der Natur richtig ist, nämlich Naturvölker arbeiten höchstens 3 Stunden pro Tag, um alles zu haben, was sie brauchen. Das heißt, wir können dann alles runterfahren, aber erst wenn die angriffslustigen kapitalistischen Staaten alle vielleicht in pazifistischen Friedensgemeinschaften leben und wir retten die Welt, sozusagen, es piepst, ich mache das nur noch rund. Wir retten quasi die Welt, indem wir nicht im Gegensatz zu Öff-Öff, sozusagen uns aufopfern für alle in aller Welt und sogar aufopfern für die Kinder der Zukunft und die Generationen der Zukunft, ja, sondern wir retten die Welt, indem wir, und das entspricht aus unserer Sicht stärker dem genetischen Egoismus von Säugetieren, indem wir jedem Land helfen und es beraten, als Weltrat und Next Scientist for Future,
GWO einzuführen und sich dadurch selber zu retten und selber den Evolutionsprozess zurück zur wahren Natur und artgerechten Lebensweise des Menschen über die Hilfskrücke der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften am Ende vielleicht auch, dass wir alle vielleicht wieder weltweit dann flächendeckend in Kommunen arbeiten und mit 3 Stunden Arbeit am Tag und ganz entspannt. Allerdings nochmal letzter Satz dazu. Ich fürchte, dass auch dort die von den Frauen und deren Wahrnehmung immer noch ein gewisser Leistungsdruck auf zum Beispiel alle Männer ausgeübt werden wird. Ja, denn das, fürchte ich, ist genetisch in Säugetieren verankert. Ich gebe weiter. Sekunde. Lucky, wieder in 3 Sekunden kann es losgehen. Einundzwanzig, 22, 23. Ja, wir hatten ja schon öfters darüber diskutiert. Ich habe da eine andere Auffassung. Utopia ist machbar, braucht den radikalen Schnitt, weil die sogenannten Aggressionen und Kriege, die wir jetzt haben, wo du ja in dieser Gesellschaft und recht immer mit der Verteidigungsbereitschaft argumentierst und dass wir Waffen brauchen. Wenn ihr, nach meiner Meinung nach, wenn ihr heute halt anguckt, geht es entweder über ideologische Sachen. Ich will dem anderen Freiheit eintrichtern oder einen bomben oder ich will ihm die Scharia oder sonst was einbomben. Das ist der eine Punkt, diese ideologischen Sachen. Ich will den anderen dominieren mit meiner Weltanschauung. Und das andere ist natürlich, dass wir im Kapitalismus gibt es ständig Kampf um Märkte. Kampf um Märkte und so auch geht es, denke ich, größtenteils bei dem Russland-NATO-Konflikt. Für mich ist es nicht nur Ukraine, sondern Russland-NATO. Die USA haben noch einen weiteren Gegenspieler, China gekriegt. Und natürlich ist eine Verbindung von Russland mit Europa, eine Annäherung, ist für die Amis immer ein Dorn im Auge. Weil, wie gesagt, wir sind in einem Wirtschaftskampf, wo es eben um das Kapital geht und um Märkte. Und wenn du das abschaffst, die Grundlage, nämlich von Profit und Konkurrenz, wenn du die abschaffst, denke ich, hast du auch mehr, zumindest den Teil an Auseinandersetzung und Aggression hast du halt nicht mehr. Ich wollte aber nochmal zu Öffi sagen, also zumindest bei meinem Modell von Utopia, wenn du genau geguckt hast, falls das also mal angenommen werden sollte, weil wieder, wie gesagt, ich gehe in Richtung von so einer Volksabstimmung aus, finden also auch, dass die Bürger und Bürgerinnen Recht haben als autonomer, wie heißt das, Bürger oder Bürgerinnen gesehen zu werden und ihre Meinung auch ernst zu nehmen. Und wenn die sich für dies und jenes entscheiden, dann muss ich das entscheiden, dann muss ich das akzeptieren, Entschuldigung, muss ich das akzeptieren. Und sicherlich finde ich das auch richtig und das ist auch bei Utopia eingebaut. Wenn eine Minderheit nicht mitmachen will, wenn eine Minderheit nicht mitmachen will, muss für die auch gesorgt werden, dass sie auch glücklich werden. Da ist, wie gesagt, das eingebaut worden. Das heißt bei mir dann Utopia, dass die da praktisch dann ihren Teil und ihre Autonomie leben können und ein Stück weit eben abgekoppelt sind und die normale Gesellschaft, Infrastruktur und sonst was eben von Utopia nicht mehr dafür zuständig ist und denen nach einer Übergangszeit nicht mehr dafür verantwortlich sind, dass sie das alles haben. Und von daher kannst du dann weiter, wenn du das nicht akzeptierst, wie du ja gesagt hast, diese digitale Verteilungssystem und dass der Staat abgeschafft worden ist, wenn du das nicht akzeptierst, dann musst du eben deinen Teil tun und in den Bereichen von Utopia halt leben. Und da dann nach deinem Gusto leben und das dann selbstbestimmt daran machen kannst, was du willst. So, aber ansonsten finde ich natürlich auch, dass wir grundsätzlich, dass das, also denke ich, in allen Modellen ein Teil sein muss. Wie gehen wir eigentlich damit um mit Leuten, die wir nicht überzeugen können, die dann nicht mitmachen wollen, aus irgendwelchen Gründen? Was passiert eigentlich mit denen? Finde ich, sollten also auch die Gemeinwohlwirtschaft und andere Modelle, die vielleicht hier noch dargestellt werden, sollten diesen Part oder diesen Blick oder diesen Aspekt, finde ich mal, sagen, weil ich glaube, das ist auch für die Menschen ganz wichtig, dass sie Gefühle haben, dass sie nicht in ein Zwangssystem und eine Form von Unterdrückung oder in was reingepresst werden,
wo sie nicht mitmachen wollen, weil, ja, ich habe das Piepen gehört, mach gleich rund, weil dann spricht nicht mein Menschenbild. Ich will Leute nicht zu ihrem Glück zwingen, wie es so schön heißt, sondern die sollen überzeugt sein, mitzumachen. Und wenn sie nicht überzeugt sind, sollen sie ihre Möglichkeit haben, ihren Weg, was immer das sein soll, halt zu leben. Und gib weiter an Effi. Ja, danke den Vorrednern. Und also ich mache noch einen Einstieg und dann beschreibe ich eben so das, was ich schon vor zwei Beiträgen anfangen wollte. So Strukturen der freien Argumentekultur, von denen ich hoffe und von denen ich mir wünsche, von denen ich ein Stück weit auch glaube, dass jedenfalls jetzt meine Gesprächspartner heute sagen werden, das zählt für sie auch zum Einmaleins bei dem, was sie dann einrichten wollen. Und ich fange aber erstmal an mit einer markigen Aussage wieder. Also ich glaube, keines der Systeme, also gerade dieser reformerischen Systeme oder dieser digitalen Verwaltungssysteme, wird ohne Gewalt auskommen. Denn es gibt ja nicht nur die Menschen jetzt wie mich, die sagen, ich kann nicht mich mitsteuern lassen oder ich kann mich nicht von dem Ja von Menschen abhängig machen zu meinem Verhalten, die gar nicht nach aufs Ganze schauender Verantwortlichkeit gehen wollen. Also ich muss meinen Steuerruder nehmen, um aufs Ganze verantwortlich zu handeln. Ich kann es nur abgeben an andere oder mit anderen Teilen, die auch aufs Ganze gesehen verantwortlich handeln wollen. Ich kann mich von einem Nein oder Veto oder was weiß ich, von jemandem, der nicht verantwortlich handeln will, der nach ganz anderen Dingen geht, vielleicht eben egoistischer Durchsetzung, vielleicht eben auch mit Gewalt, da kann ich mich in meiner Orientierung nicht von abhängig machen oder mich nicht blockieren lassen, wenn der sagt, nee, er ist nicht der Ansicht, die ich dann da verwirklichen will. Aber diese Menschen gibt es zuhauf. Und ich glaube, dass also all diese Systeme, also jetzt alle Systeme, die nicht zu denken, man springt gleich in die friedliche Bonobo- oder Schenker-Kommunenwelt, die gehen von einem Menschenzustand aus und Menschenbild aus, wo eben andere Motive wie auch die Möglichkeit, eben erstmal nur an seine kleinen Interessen zu denken und sich damit auch irgendwie durchsetzen zu wollen, das ist dann Teil der Realität. Und also mag ich gesagt, ich glaube zwar nicht, dass diese Systeme gegenüber allen, die anders denken wollen, auf Gewalt verzichten können. Aber gegenüber denen, die auf der Basis von freier Argumentekultur für die Verantwortung im Ganzen sein wollen und damit ausscheren, das dürfte man nicht mit Anpassungsdruck und Gewalt verhindern. Und ich kann ja damit leben, wenn es dann heißt eben, okay, für die mag es da irgendwelche Freiheitsreservate oder Freiheitslager geben, wo sie leben können. Damit kann ich leben, wenn eine Gesellschaft das dann tolerieren würde. Sie würde es nicht in gleicher Weise tolerieren für egoistische Gewalttäter, die dann planen, so gute Waffen zu bauen, dass sie die übrige Gesellschaft mit Bomberei unterwerfen können. Das würde sie nicht einfach gleichermaßen so tun. Aber denen, die auf Basis von freier Argumentekultur für Verantwortung im Ganzen sich orientieren wollen, denen gegenüber müsste es wohl möglich sein, dass die zumindest eben, solange noch nicht alle Menschen eben da auch zustimmen und mitmachen wollen, dass die das Recht auf solche Freiheitsreservate oder Freiheitslager haben. Okay, aber ich beschreibe mal ein bisschen Strukturen eben auch, wie wir sie im Freie Argumentekulturforum ja auch experimentieren. Denn wenn wir sowas sagen wie, wir lassen Menschen abstimmen, wir machen eine Volksabstimmung und ähnliches, das kann man ja mal vergleichen als Entscheidungsprozess, überhaupt jetzt erstmal schon also die Informationsrecherche ist ja eine Vorstufe der Entscheidung, dass ich erstmal mich kundig mache, bevor ich mich entscheide. Und da kann jeder schon mal sich anschauen, inwiefern ist als allein schon Rechercheanfang, als kundig machen, das, was ich da jetzt strukturell beschreibe oder eben beim nächsten Mal beschreibe, inwiefern ist das eine Voraussetzung, dass Menschen überhaupt auch in Wahlentscheidungen oder Volksabstimmungen und so weiter sich ausreichend gut vorbereiten und geistig sich die Situation erarbeiten können, sodass das nicht gleich schon wieder da
ein Spiel der Manipulation und Korruptionseinflüsse wird. Also wie das durch Sicherheitsstrukturen, Methoden und Sicherheitsstrukturen am besten verhindert oder in eine alternative Schiene gebracht werden kann, das beschreibe ich beim nächsten Mal. Gebe jetzt an den Dill. Ja, jetzt muss ich wieder die Technik machen. So. Na, da, wo bist du denn? So, dann kann ich ja loslegen. Ja, liebe Millionen Zuschauer bei ARD und ZDF, die ihr gerade zuschaut, wir, die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, die schafft ja den Krieg ab, weil sie nämlich die vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten aussterben lässt. Also wir sind ziemlich sicher, dass vor 400.000 Jahren wir Menschen, wir Frühmenschen, damals, wir nennen sie heute Homo erectus, wir würden sie dann eher und dann Homo sapiens, und wir würden den Homo sapiens lieber umbenennen in Homo paniscus mercantilis, also den Savannenbonobo, der Tauschhandel betreibt, und durch den Tauschhandel wird die Bonobo-kommunistische Gruppenehe zerstört, also die Naturlebensweise, weil nämlich zum Beispiel die Waffenhändler anfangen zu erzählen, sonst Geschichten erzählen, die erfunden sind, aber die sie wirklich vielleicht sogar glauben, ja, irgendwie ein Irrtum kommt zustande, und sie erzählen, ah, da hat eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen, und das Blut floss in Strömen sozusagen. Und dann durch diesen vorteilbringenden Irrtum kaufen die Leute am nächsten Morgen Waffen wie verrückt, Steinäxte, die er dabei hat. Und natürlich erzählt er dann solche Geschichten immer wieder, weil rechnet sich und das funktioniert irgendwie, und er sieht vielleicht sogar gar keinen Zusammenhang. Und bei uns ist es so, da kriegen die Waffenkonzerne nur noch dann von ihren Regierungen, die es ja dann noch eine Zeit lang gibt, kriegen die sozusagen dann genau das Geld des letzten Jahres wieder, die gleichen Dividenden für die Aktionäre, wenn die Zahl der getöteten Menschen weltweit um 5% zurückgegangen ist. Man kann das natürlich noch viel komplizierter und individueller für die einzelnen Firmen machen. Die Waffenkonzerne werden also ihre kriegslüsternen Gedanken, die sie überall ausstreuen, aufhören auszustreuen. Sie werden auch keine Spielfilme mehr sponsern, in denen so ein militärisches, hasserfülltes Heldentum gegenüber den anderen und das Töten der anderen zum Heldentum erklärt wird und so weiter. Alle solche vorteilbringenden Irrtümer werden verschwinden, weil sie selbst ja nur noch Geld verdienen, wenn sie Frieden, die Welt mit Friedensarbeitern überschwemmen und die ganze Welt in den Pazifismus begleiten und auch nur noch defensive Waffen herstellen, nur noch diese defensiven rein Abfangraketen, und dann immer mehr, Stück für Stück übergehen innerhalb von 20 Jahren. Wenn sie mehr als 5% die Toten reduzieren, kriegen sie natürlich mehr Geld, weil wir sie dann belohnen für diesen Friedensschaffen. Und später produzieren sie eben zivile Kettenfahrzeuge, vielleicht für die Bauwirtschaft oder was auch immer. Denn solche Unternehmen können auch statt Panzer bauen, reine zivile, also Schwerter zu Flugscharen. Also wir schaffen quasi die Tatsache ab, dass die Waffensparten, die sehen wir als die tiefste Ursache des Ukraine-Kriegs, des Irak-Krieges, der Indianertötung und der Indius-Tötung. Und wenn wir dann alle wieder in Gemeinschaften leben, die Bonobos haben keine Tendenz, andere Gruppen zu überfallen oder zu töten. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Also der Bonobo-Kommunismus ist absolut pazifistisch. Da gibt es keine Tendenz, irgendwie
den Nachbargruppen, die ja, in denen ja auch die eigenen Kinder leben und die Enkelkinder geboren werden, ja. Denn die Mädchen wandern ja ab in die Nachbarkommunen, kriegen dort ihre Kinder. Also das heißt, durch die GWO werden wir über die Hausarztgesundheitskommunen zu unserer artgerechten Lebensweise zurückfinden, und die ist aller Wahrscheinlichkeit nach total pazifistisch und bonobo-pazifistisch und so weiter. Und dann ist das Problem Krieg gelöst. Ja, ich gebe weiter. Sekunde, ich muss wieder schalten. So. Lucky wieder in 3 Sekunden gerne loslegen. 2 Sekunden. Ja, finde ich gut, dass in eurem oder in deinem System langfristig bei der GWO, dass es also auch pazifistisch wird und den Krieg abschafft. Das gleiche nehme ich auch für Utopia, das macht man auch in Anspruch, weil wenn die Leute keine Existenzängste haben, wenn die diese Tätigkeiten machen können, die sie frei wählen, sind sie einfach glücklicher. Und glückliche Menschen, die mehr in sich ruhen, machen nicht jeden Scheiß mit, sind also gegen Manipulationen gewappnet. Noch ist es immer so, dass die meisten Waffen von Menschen bedient werden müssen. Und die werden in der Regel gezwungen, also auch ökonomischer Druck. Ökonomischer Druck, wenn ich mir angucke, in wie vielen Ländern Leute keine Perspektive haben, um zu überleben, ihre Familien zu ernähren. Und mit welchen ja, finanziellen Angeboten, Anreizen gelockt wird, dass du dann also zum Bund oder sonst wohin gehst, also zur Armee gehst. Da ist es verständlich, dass dann also Leute auch mitmachen. Und wenn du erstmal dabei bist, ist natürlich schwierig zu sagen, ja, ich bin zwar in der Armee, aber ich schieße nicht. Und die anderen Menschen wollen genauso leben wie ich. Ist halt ein bisschen schwieriger, wenn du schon damit mit drin bist. Und was du nicht vergessen darfst, wir sind ja auch in der Partei der Schwanengesellschaft. Das heißt also, zum Mann sein gehört natürlich auch Stärke zeigen, überlegen sein, dem All mehr zu sein als der andere. Und von daher widerspreche ich dir ein bisschen dieser biologistischen Sichtweise, dass du immer viel mit dem Bonobo bekommst, Dünn. Und dass wir doch auch Säugetiere sind und von daher uns genauso verhalten müssen, und im Konkurrenzkampf stehen und dann Spermien loszuwerden, um bei den Frauen ganz weit oben zu liegen. Und unser höchstes Ziel ist, dass dann unsere Kinder, aus der Sicht des Mannes, dass die dann bei der Frau landen durch unsere Spermien. Das ist nach Menschen nach heute, wie ich die Menschen mitkriege, ist das nicht mehr das Thema. Das war vielleicht im Mittelalter oder noch weiter vor unserer Zeit der Fall, wo es um das Überleben des Stammes ging. Das sehe ich wieder heute nicht mehr so. Und deswegen glaube ich so, dass es also auch höchste Zeit, was ja auch der feministische Bewegung zeigt und finde ich ganz gute Sachen aufzeigt, dass also auch dieses Männlichkeits-, Überlegens-, Dominanzverhalten, Gebaren, dass das also bei einer anderen Gesellschaftsordnung, die nicht von Leistung, Hierarchie besser sein und von oben nach unten dominieren, nicht mehr geprägt ist, dass sich dann also auch das Verhältnis von Mann zu Frau auch ändern wird und wir auf einer gleichberechtigten Ebene mehr miteinander zu tun haben. Ja, hat noch nicht gepiept, aber geht trotzdem weiter an Öffi. Ja, danke den Vorrednern. Ich mache doch noch ein, zwei, drei Sätze zuvor. Also ich versuche ja immer in möglichst viel sowohl als auch statt entweder oder zu denken. Ich kann mir vorstellen, dass solche digitalen Verwaltungs- oder Verteilungssysteme, vor allem wenn sie eben zumindest besser sind als die heutige Ungleichverteilung, die ja mit wer weiß was für digitalen Geldeinheiten oder Geldmengen hantieren, die zum Teil nur noch Seifenblasen sind und die explosionsartig zwischen Leuten hin und her geschoben werden, die damit als die reichsten gelten. Also wenn da irgendwie anders digital auch verwaltet und verteilt wird, kann das schon ein relativer Fortschritt sein. Natürlich kann es die Menschen vielleicht ein bisschen entspannen. Ja.
Genauso wie wenn die Wohlfühlstimme mal wirken würde, die Menschen feststellen könnten, ja, was ihr eigentliches, wie es ihnen eigentlich geht und was ihr Wohlergehen ist und wie es besser werden könnte. Wobei wir oft eben schon das Thema hatten, der Süchtige wird sich vielleicht verweigern gegenüber dem dauerhaften Messen, was ihm gut tut, weil er ja sein Glück oder seine Existenz identifiziert mit etwas, was ihm schadet, was nur Augenblickskick liefert, aber was ihm ansonsten schadet. Insofern wäre das dann eine gewisse Suchtentwöhnungstherapie auch. Und die Frage ist, wie gut lassen sich die Menschen darauf ein? Aber ich mache jetzt mal folgende freche These wieder. Alleine dadurch, dass man den Menschen Geld gibt oder eben ihre wirtschaftliche Situation entspannt, macht man sie nicht besser. Und alleine dadurch, dass die Menschen keine Existenznöte haben, jetzt im Sinne von, also sie kriegen zu wenig Nahrung und so, oder deshalb müssen sie Kriege führen, Gewalt anwenden oder Kriege führen. Ich glaube, das geht am Wesen des Menschen ein Stück weit vorbei. Zwar kann das unterstützend wirken, aber wie ist es denn mit den Menschen, die keine wirtschaftlichen Sorgen haben, die vielleicht reich sind, die mächtig sind, die die größten Armeen haben? Sind die entspannt? Sind die friedlich? Sind die so, dass sie dann schauen, wie sie mit den anderen am besten teilen können? Also ich sehe die Menschheitsgeschichte nicht so. Ich sehe, dass wenn Menschen eben viel bekommen haben, auch viel Macht und viel Waffen, dann waren das die gefährlichsten auf der Welt. Die Raubtiere sozusagen wurden hochgestachelt durch das, was sie bekommen haben. Das Einzige, was Lösung sein könnte, wäre, dass im Inneren eine Bildung, eine Persönlichkeit, eine Menschlichkeit, eine Verantwortungsbildung, eine Vernunftbildung entsteht, die eben in der Lage ist, sich mit dem Wesentlichen zu glücklich zu fühlen, damit sich zufrieden zu geben. Also wenn es zum Beispiel die Menschen sehen würden, es macht sie doch glücklicher, guten Sex zu haben, also jetzt Bonobo-Kultur, was der Dylan ja oft betont. Wenn sie die Bildung hätten, dass sie das noch spüren können und für sich klarkriegen können, dann könnten sie sagen, okay, dann brauchen wir nicht weiter rumrennen und um Macht und Geld oder so zu kämpfen und zu konkurrieren. Wir brauchen uns nicht mit Konsum zu betäuben, sondern das macht doch viel glücklicher. Ich gehe noch tiefer. Wenn sie sich als geistige Wesen, als Vernunftseelen empfinden würden, erkennen würden und sehen würden, damit können sie arbeiten in sich, daraus können sie ihre Potenzialentfaltung und Glücksentfaltung machen, dann würden sie noch viel weniger den Drang spüren, jetzt raffend und mordend loszuziehen. Und könnten eben ganz andere Dimensionen von Erfülltheit und Friedens- und Teilenskultur gestalten. Also, ich glaube, dieses gibt dem Raubtier Futter und Waffen oder Macht, Sicherheit, ne? Gerade solange diese Sicherheit bedeutet, eben besser bewaffnet zu sein als die anderen. Das kann sehr trügerisch sein. Okay, Jungs und Nils, dann in der nächsten Runde dann die Methoden jetzt und die Sicherheitsmechanismen für die freie Argumentekultur. Ich gebe weiter an Dylan. Ja, und ich werfe wieder die Technik an. So, dann gehe ich jetzt hier hin und gehe in die, na, wo ist es? Da bin ich zu weit, glaube ich. Ja, also, ich glaube, liebe Wählerinnen, liebe Zuschauerinnen, Millionen Zuschauerinnen hier in ARD und ZDF, ich fürchte, als Biologe, die wir im Weltrat die größten Gegner des sogenannten Biologismus sind, als Biologen fürchten wir, dass es eine anthropologische Konstante sein könnte, dass DNS in keine wettbewerbsfreie Situation erlaubt. Dass dieses Universum, da es ein DNS-basiertes, lebendiges, also ein Universum mit Leben ist, dass dieses Universum leider keine völlige Wettbewerbsfreiheit erlauben könnte. Auch das Bonobo-Schenker-kommunistische Matriarchat ist eine Leistungsgesellschaft durch die Frauen. Die Frauen beobachten nämlich einfach, was die Männer an Geschenken
den Frauen und Kindern bringen. Und sie verteilen über Spermakonkurrenz, Krieg der Spermien. Andererseits spielen aber auch Spüldruck eine Rolle und über den Orgasmusansaugreflex und andere Mechanismen entscheiden Frauen darüber, wer der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe wird und wer also überlebt und ausstirbt. Und das machen die Frauen und die sind quasi auch im Matriarchat die Grundlage einer versteckten Leistungsgesellschaft, denn die Männer schenken einfach nur, aber sie werden schon auch immer überlegen, hier habe ich jetzt eine super reife Frucht, schenke ich die den Frauen und Kindern, dann werde ich vielleicht ganz besonders beliebt bei den Frauen und der Sex ist ein Tick intensiver als mit all den anderen Männern. Und das gibt mir so viel Zufriedenheit, dass ich gerne auf die reifsten und herrlichsten Früchte, die ich ja gefunden habe, verzichte. Und so funktioniert, ohne dass man das, man sieht es kaum, aber es ist trotzdem irgendwo, trotz allem Schenken, irgendwo eine gewisse Leistungsgesellschaft. Und jetzt zum Thema Sucht. Die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, macht erst die Menschen glücklich über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften und, oder was ich gleich schildern werde, auch über die Gesundheitsanregungslandschaft Supermarkt. Die GWO macht erst glücklich und dann kann es sein, dass alle Süchte abfallen. Und nur so geht es. Wir reden niemanden in seine Sucht rein, niemand. Auch die Wohlfühlstimme hat nichts mit der Sucht zu tun, sondern da wird einfach nur mitgeteilt, wie geht's mir? Geht's mir gut? Geht's mir schlecht? Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand haben erstmal mit dem Thema Sucht gar nichts zu tun. Ne? Und jetzt nochmal der Supermarktleiter, der wird belohnt, also während der Frühhändler hier, der Frühhändler, der sich irrte und quasi glaubte, dass seine künstlich hergestellten Kunstnahrungsdinge genauso gesund seien wie die naturbelassenen dieses anderen Händlers, der sagt, nein, ich muss bei der Naturbelassenheit bleiben, sonst vergifte ich die Leute. Der ist bei der Wahrheit, der irrt sich. Aber der sich irrt, der kann ja viel billiger herstellen, da er künstlich herstellt und dadurch wird er Marktführer werden und wird dann sozusagen, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, und er kann hier viele leibliche Nachkommen ernähren, ganze Dynastien, Supermarktdynastien zur Folge haben und dann an den Universitäten überall Lehrlinge, Azubis, Studenten lernen seine vorteilbringenden Irrtümer. Und wir belohnen ja den Supermarktleiter, je gesünder, also je besser sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner entwickeln. Und dadurch wird er automatisch gezwungen sein, den ganzen Markt in eine Gesundheitsanregungslandschaft mit Ampeln, mit grünen, roten, gelben Ampeln und mit Ernährungsberaterin umzuwandeln. Und das gibt uns allen ein tolles Leben. Haushaltsgesundheitsgemeinschaft, Gesundheitsanregungsmarkt, ja, und das alles macht uns glücklich. Ich gebe gleich weiter, Sekunde. Ich brauche wieder die Technik. So, Lucky, in 2 Sekunden. Ja, ich freue mich, dass meine Vorredner das Problem mit den Süchten angesprochen haben, weil das ist bei Utopias machbar, wird der Therapie da abnehmen. Genauso auch wie Selbstmordversuche, wie Unfälle. Also Unfälle, die am Haushaltsunfälle oder sonstige Unfälle, weil die Leute mehr im Hier und Jetzt leben, mehr im Hier und Jetzt leben. Und natürlich mit der Abschaffung des Geldes wird sich ja auch das ganze Erziehungssystem ändern. Wie gesagt, ist ausführlich beschrieben in dem Buch Utopia ist machbar. Das Erziehungssystem wird sich ändern, weil du gelernt hast, Konflikte auszutragen, bei Kritik, das nur als Kritik am Verhalten und nicht an deiner Person zu sehen. Und das führt dazu, dass du natürlich ein gesundes Selbstwertgefühl hast.
wenn wir uns heute angucken, welche Menschen haben, können denn von sich sagen, ich bin okay, ich bin eine Bereicherung für meine Mitmenschen. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich, mein Körper ist schön, er ist begehrenswert. Wer kann denn von sich behaupten? Doch die allerwenigsten. Wir haben ein Selbstwertgefühl höher Teppichkante, sage ich mal. Und ich habe lange Zeit in einer Drogenberatungsstelle gearbeitet, mit Junkies und so weiter, habe also Sucht da ohne Ende mitgekriegt. Und das Grundding, was fast immer dahinter steht, ist, nicht geliebt worden, im Konkurrenzkampf den Kürzeren gezogen haben, eigentlich am Arsch zu sein oder als Arsch behandelt zu werden. Und da ist die Droge ist einfach eine Ersatzbefriedigung, dass die dich sozusagen vergessen macht, dass du dich wieder gute Gefühle kriegen kannst, dich selber fühlst und deinen Kick hast. Und das wird sich bei meiner Gesellschaft, bei Utopia ist machbar, wird sich ändern, wie ich gerade versucht habe, kurz anzudeuten. Meine restliche Zeit würde ich gerne wieder an Dylan abgeben oder ihn bitten, bei der nächsten Runde mir die Frage zu beantworten. Siehst du einen Unterschied zwischen uns Menschen und den Bonobos? Wenn ja, wo ist der? Danke. Und gebe weiter, entweder Sie. Ja, weiß nicht, will Dylan ein Stück der Zeit und darauf antworten, wenn er dran ist, dann so. Also mir ist das ziemlich egal. Wir benähern uns 20 vor 9, wir kommen jetzt in die Abschlussrunden auch. Immer in der Reihenfolge bleiben. Okay. Aber eine Frage hast du noch im Kopf, Dylan, ja? Wäre schön, wenn du noch beantworten kannst. Hab sie aufgeschrieben. Gut, danke. Okay. Dann eine freche Bemerkung wieder zum Thema Sucht. Ich glaube, dass wir Sucht normalerweise zu verkürzt verstehen. Denn auch sogar das eigene Wohlgefühl oder das, was man sich darunter vorstellt, kann Sucht sein. Also ich stelle mal eine Definition in den Raum, die ich gerne eben auch so zur Diskussion gebe. Alles, was nicht, also an Bedürfnissen oder Motiven, an zielgerichteten Aktivitäten von Menschen, alles, was nicht das rechte Maß im Ganzen, den rechten Platz und das rechte Maß im Ganzen hat oder haben soll, also wenn man es auf die Motivebene bezieht, ist Sucht. Dann kann ich da als Beispiel Frage als Prüfungskriterium kann ich zum Beispiel formulieren, kann es sein, dass aus dieser gesunden oder richtigen Verhältnismäßigkeit im Ganzen, was hat wo welchen Platz und welches rechte Maß, kann es sein, dass ich sogar in bestimmten Situationen mein Leben aufgeben müsste aus solcher Verhältnismäßigkeit oder Verantwortlichkeit heraus? Wenn das der Fall ist, dann wäre die umgekehrte Schlussfolgerung, wenn ich dann an meinem äußeren Wohlergehen oder an meinem Leben festhalte und es nicht bereit bin zu riskieren oder zu verlieren, dann bin ich süchtig. Okay, das mal als Diskussionsthese zum Thema Sucht. Jetzt will ich aber dann was sagen und ich sehe das gleichzeitig eben als Einladung an alle Zuschauer und jetzt natürlich auch an meine Mitdiskutanten, mal zu überlegen, ob auch wenn man sogar denkt, dass andere Elemente schnell nötig sind oder ganz wichtige Hilfsmittel oder Voraussetzungen sind, also wenn Dylan zum Beispiel sagt, durch die GWO werden die Menschen erst bereit, sich auf eine, ich sag mal, flächendeckende freie Argumentekultur einzulassen. Aber bedeutet das, dass sozusagen erst eine andere Schiene ist, bevor die freie Argumentekulturschiene kommt? Oder ist es so, dass die freie Argumentekulturschiene quasi von Beginn an läuft und durch das andere ergänzt und verstärkt wird, aber ohne dass sie dazwischen jetzt eigentlich abgeschaltet wird oder dass das so ein Vor- oder Überdrängen oder Überlagern wäre? Denn eindeutig fangen wir ja, wie gesagt, zumindest jetzt mit den öffentlich-rechtlichen Sendern und den Alternativinitiativen in der Weise an, dass wir sagen, hier ist die Bühne für freie Argumentekultur. Nicht, dass wir sagen, hier müsste erstmal jetzt unsere digitale Verwaltung mitmachen und dann kommt irgendwie vielleicht auch die freie Argumentekultur vor
oder nicht. Erst müsst ihr mit uns über die GWO reden und dann können wir gucken, ob wir über diese gemeinsame freie Argumentebühne reden. Sondern wir fangen damit an, dass wir sagen, hier, wir wollen jetzt so eine Bühne für alle schaffen, wo sowohl der Vorschlag von Luki wie der Vorschlag von Dylan dann eben so sich auch so darstellen. Und ja, und ich beschreibe jetzt mal, was sind eben Strukturen jetzt am Anfang schon, also auch in unseren Talks oder eben in dem Forum, was wir ja begleitend immer als schriftlichen Hintergrund anbieten. Der Dylan blendet das immer ganz toll ein. Was sind Strukturen, die uns da helfen können oder die uns überhaupt ein Geländer darstellen für die Bewusstseinsbildung und Entscheidungsfindung? Ich könnte jetzt viel erzählen, was natürlich nahe liegt, also dass jemand fragen würde, ja, was ist denn die Qualität von Argumenten? Wie können wir denn danach gehen? Ja, ich höre das eben. Ich mache mal mit ein paar Sätzen das noch eben rund. Und dann könnte ich sagen, ja, da gibt es sogar ganz tolle wissenschaftliche Theorien zu, also die Diskurstheorie, die, was die Qualität von Argumenten angeht, darauf hinausläuft. Ich deute es hier nur an, wer will, kann ja auch googeln, dass das Diskursprinzip mit dem Universalisierungsprinzip sich verbinden müsste und die höchste Qualität ein Argument hat, dass wenn alle davon Betroffenen, ich sag mal in Klammern, dazu muss man dann allerdings auch die Kinder der Zukunft zählen, wenn alle Betroffenen frei und ausreichend informiert darüber sich mit eine Meinung bilden und eine Entscheidung treffen könnten, dass sie dieses Argument dann bejahen könnten. Also in dem Maße, in dem das zutrifft, es besteht grundlegende Gesprächs- und Diskussionsbereitschaft, Diskursbereitschaft und dieser Universalisierungsanspruch, in dem Maße kann man Qualität von Argumenten markieren. Aber das ist aus meiner Sicht erstmal überhaupt gar nicht, und ja, überhaupt gar nicht, aber nicht so wichtig, weil ich glaube, dass wir das größte Problem mit der Korruption haben, mit der Manipulation und Korruption. Dass im Moment einfach, bevor man richtig rangehen kann, jetzt mit der Qualität von Argumenten zu arbeiten, Macht- und Korruptionsgruppen das wegschieben. Und dagegen gibt es aber auch Methoden und Sicherheitsstrukturen, von denen ich nur zwei, drei dann jetzt noch nennen will. Also das erste ist, dass man den Anspruch natürlich erhebt, alle Argumente und Informationen, Wahlalternativen sollen sichtbar sein. Also der Beutelsbacher Konsens soll gelten. Das zweite ist, es soll eben nach Argumentequalität gehen statt äußerer Durchsetzung oder Korruptionsdurchsetzung. Und das wertvollste Werkzeug dafür ist ein Aufschreibereich, sozusagen ein roter Knopf oder ein roter Bereich, auch in so einem Forum, den haben wir übrigens technisch noch nicht so verwirklicht, das ist noch eine Aufgabe, wo jemand, der sich als Opfer nicht argumentativer Manipulation und Korruption wahrnimmt, den Knopf drücken kann und wo das so wahrgenommen wird, also nicht andere dran vorbei, ach, da vorne wird einer platt gemacht mit seiner Meinung, ja, ja, wir wollen jetzt nur unseren Standpunkt durchbringen. Nein, das muss so rot leuchten, dass es ausreichend von allen wahrgenommen wird und ausreichend reagiert wird, um die Korruption und Manipulation als Durchsetzungsmechanismus zu disqualifizieren und aufzuheben. Und das würde bedeuten dann jetzt, also dass wenn da das bearbeitet wird, also wenn da Awareness-Teams oder Friedensagenten sind, die dann sagen, hey, stopp, wir sind so wie der Notarzt jetzt, derjenige, der ankommt, wenn der rote Knopf gedrückt wird, dass man dann Friedens- und Konfliktarbeit dabei macht, und zwar nach diesem steinalten, aber von der modernen Konfliktforschung auch nicht anders ja, deutbaren Prinzip, dass man hingeht und sagt, gut, wir bringen die Kontrahenten erstmal in den Versuch, dass sie es miteinander lösen. Wenn das nicht geht, sollen sie den Kreis weiten, um als geeignet erscheinende Konflikthelfer. Und das weitet man dann immer mehr, bis es vor die gesamte Entscheidungsgruppe, ich setze voraus, man hat eine, es gibt eine, und nicht eine Verdeckte und Mafios und wie auch immer, ne? Also vor die gesamte Entscheidungsgruppe kommt, um dann zu gucken, findet man noch irgendeine Art von Konfliktlösung und Konsens? Und wenn nicht, muss man sich trennen. Und dann sind wir an dem Punkt, den ja auch der Luki ganz nett schon angesprochen hat. Wenn jemand nicht mitmachen will oder man sieht, das passt zu wenig zusammen, zumindest zu überlegen, wie weit kann man ausreichend schadlos ein Nebeneinander ermöglichen oder zulassen? Ja, das sind jetzt ganz grobe Linien nur, aber ich glaube,
da kann man vielleicht Einigkeit haben, auch unter uns jetzt hier auf jeden Fall, dass eine solche Kultur der Korruptionsvermeidung und Vermeidung von Durchsetzung mit nicht argumentativer Manipulation, dass wir das die ganze Zeit so stark wie möglich kultivieren müssten. Ich gebe weiter. Und gleichzeitig kann ich sagen, Dankeschön. Also von mir aus kann das mein abschließender inhaltlicher Beitrag auch gewesen sein für heute. Wir können ja auf einzelne Aspekte in anderen Talks oder eben im Forum gerne weiter eingehen. Lasst es euch gut gehen, seid alle umarmt, durchs Telefon oder Internet. Ja, jetzt muss ich wieder die Technik machen. Ja, und das nehmen wir das hier. So, ja, der Lucky hatte mir 2 Minuten gegeben, und hier beim ARD und ZDF kriegen wir das hin, dass wir das von seinem Konto machen für die Antwort auf diese Frage. Ja, der Unterschied zwischen Bonobos und Menschen ist ganz einfach. Die Bonobos sind Baumlebewesen. Dadurch hatten sie die Hände nicht richtig frei. Sie brauchen die Hände zum Klettern. Dadurch konnten sich die Hände nicht so raffiniert entwickeln als Werkzeuggebrauchshände. Und sie hatten wenig Zugang zu Steinen, die für Steinwerkzeuge die Voraussetzung sind. Im Urwald ist es schwierig mit großen Mengen Steine oder Steinbrüchen sozusagen. Und durch diese beiden Faktoren konnten die Bonobos keine technische Großentwicklung in Gang setzen. Sie konnten auch nicht durch Technik mehr Nahrung beschaffen. Und dadurch größere Gehirne ernähren. Die Gehirne mussten bei einem halben Liter bleiben. Während wir als Savannenbonobos mit dem aufrechten Gang die Hände frei hatten. Die Hände entwickelten sich zu idealen Werkzeugmacherhänden und so weiter. Und dadurch konnten wir vor 2,5 Millionen Jahren dann die Steinwerkzeuge, die Steinmesser und Hämmer herstellen und entwickeln und dann bis hin zur modernen Technik weiterentwickeln. Und parallel dazu konnten wir mit den Werkzeugen immer mehr Nahrung uns beschaffen. Und dadurch konnten Mutanten, die größere Gehirne hatten und die Technik noch mehr weiterentwickelt hatten, wiederum die große Gehirne ernähren. Und dadurch konnten wir auf 1,5 Liter Gehirne, Luckys Zeit ist zu Ende, piepst, konnten die Gehirne also auf 1,5 Liter gehen. Und dann kam die Erfindung des Tauschhandels, die uns unser Leben zerstört hat, die Vorform des Kapitalismus. Und seitdem haben wir schon angeblich 150 Milliliter Gehirnsubstanz wieder verloren. Wir werden also im Kapitalismus, werden Menschen dümmer, ne, und entwickeln sich zurück. So, aber jetzt mein eigentlicher Beitrag. Ich hoffe, dass diese Antwort, also, oder Luki, noch einmal, für mich gibt es sonst keinen weiteren Unterschied zwischen, also wir sind einfach nur Bonobos, wir sind halt die Savannenbonobos und deswegen, wir haben eben auch diesen Egoismus wie die Bonobos und sind zur selbstlosen Selbstaufopferung eigentlich schlecht gerüstet und nicht richtig fähig, weswegen wir ja eben. Wir gehen ja so vor, dass sozusagen die GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, geht ja so vor, dass wir durch die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, durch das Singen, Tanzen, Musizieren, das Gemeinschaftsleben, das Leben in Kommunen und Gemeinschaften, also quasi, dass dadurch die Güterkonsumsucht wegfällt. Dann kann ich mir sogar vorstellen, dass die Menschen sagen, ja, wozu brauche ich dann noch den Tauschhandel, wenn ich sowieso kaum noch Güter will, weil ich so glücklich mit Singen, Tanzen, Musizieren, Liebe, Massage, Sexualität, Zärtlichkeit und so weiter bin. Dann brauche ich doch nur die Güter, die meine 150 Gemeinschaftsgenossen selber herstellen können und dann kann ich auf den Tauschhandel verzichten. Und wenn ich den Tauschhandel nicht mehr brauche, brauche ich auch das Zwischenmittelgeld nicht mehr.
und darauf können wir, den können wir das auch noch einsparen. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass die Menschen sagen, wir wollen trotzdem den Güteraustausch weltweit noch behalten. Aber es kann auch sein, dass sie sagen, nee, wir schaffen den Tauschhandel wieder ab und das Geld wieder ab und so weiter. Aber wir bei der GWO überlassen es dem Zurück zur Natur im Sinne von Jean-Jacques Rousseau im besten Sinne, Zurück zur Natur, Rückevolutionsprozess. Ja, die Evolution geht natürlich vorwärts, aber eigentlich von der Richtung her wieder zurück, nämlich zurück zu unserer wahren Natur, zu unserem Naturglück, zu unserer Naturgesundheit und vielleicht sogar so weit, dass sie vollständig Tauschhandel und Geld wieder abschafft. Denn Tauschhandel und Geld gehören zusammen. Es ist einfach sehr schwierig, wenn der andere nur Güter hat, die ich nicht haben will, dann muss ich die Güter horten, muss sie wieder woanders eintauschen und da ist Geld einfach praktisch. Also erst wenn ich Tauschhandel abschaffe, dann kann ich auch Geld sofort abschaffen. Ne? Und das bedeutet letztendlich, dass wir halt sagen, ja, wir sagen halt, genauso wie es beim Bonobos-Egoismus gibt, bis hin darin, dass Frauengruppen manchmal mit Beteiligung der Mutter sogar extrem spätere Abtreibungen durchführen und einzelne Bonobo-Männer töten oder ausstoßen und damit dem Tode überlassen, denn Männer werden niemals von anderen Gruppen aufgenommen, nur Frauen werden aufgenommen, junge Frauen von anderen Gruppen und das ist dann ein Todesurteil. Also das heißt, die DNS werden wir nicht los und die daraus resultierenden egoistischen Dinge. Und deswegen, wenn die Menschen sich dann in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, in den Kommunen wirklich in Richtung völliger Selbstlosigkeit entwickeln, dann ist es ja gut. Aber wir überlassen das der Entwicklung und wir forcieren es nicht und setzen nicht etwas voraus, was sich vielleicht in dieser Na Zurück zur Natur-Rückevolution vielleicht entwickeln kann. Aber da wir da nicht sicher sind als Naturwissenschaftler, gehen wir keinerlei Risiko ein und es piepst, ich mach nur noch rund, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung geht einfach kein Risiko ein. Wir riskieren gar nichts, denn es wird nur das kommen, was unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit und unseren Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitende maximiert. Und wenn es irgendwann nicht mehr weiter maximiert, stoppt das automatisch sofort. Also wir gehen null Risiko ein und wir gehen vor allem kein Risiko ein, militärisch überrannt zu werden und abgeschlachtet werden, wie die Indianer oder wie die Ukrainer im Moment gerade abgeschlachtet werden. Ich gebe wieder weiter und ganz allmählich suchen wir so das Ende. So, Lucky Moment, Technik. Ja. So, 2 Sekunden, ganz losgehen, Lucky. Ja, ich kann mich ganz kurz fassen. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich will nur mal kurz repetieren, ob ich das richtig verstanden habe. Also die DNS ist bei uns wie bei den Bonobos die gleichen und die GWO kann daran auch nichts ändern. Ist das richtig? Das ist für mich jetzt die Zusammenfassung von deiner Erklärung. Also daran ist nichts zu ändern, weil wir aus der genauso konstruiert sind und auch von der Intelligenzstruktur und der Kooperationsfähigkeit und allem total ähnlich den Bonobos sind. Und da wir auch aus der gleichen DNS gebaut sind, können wir nur so pazifistisch und so schenkend werden wie die Bonobos. Aber das Matriarchat ist eben auch bei den Bonobos eine gewisse, versteckte, kaum sichtbare Leistungsgesellschaft. Alles klar. Und was bei Bonobos ist, was du gerade gesagt hast, mit der versteckten Leistungsgesellschaft, ist bei uns natürlich genauso, weil wir die gleiche DNS haben. Ist das richtig? Unausrottbar sein wird, dass wir also mit dem Egoismus der Menschen trotzdem eine pazifistische, umweltschützende, ungiftige Welt schaffen müssen, weswegen wir sagen, wir brauchen das Übergangsmittel GWO. Nein, ich wollte darauf hinaus, ob durch
Wenn ich das richtig verstehe, eben die Gemeinsamkeit oder Unterschiede zu den Bonobos. Und da hätte ich das so verstanden, dass jetzt sozusagen aufgrund der DNS haben wir auch das gleiche Leistungsding, wie du beschrieben hast, da mit den Kindern. Und dass es wichtig ist, dass die Männer diesen Schenken doch nur so ein Leistungsding haben und Anreizding haben, dass sie sozusagen das beste Kind haben oder klar ist, die größten Chancen, dass ihr Samen da das Geld, das Kind macht. Dieses Prinzip, das ist sozusagen in unserer DNS drinne und kann auch durch die GWÖ nicht geändert werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Gut, also okay. quasi können höchstens so gut werden wie die Bonobos, so liebevoll, Ja, friedlich okay. und Ja, pazifistisch, okay. aber nicht besser als sie. Alles klar. Okay, habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank. Ja, damit mache ich auch Schluss hier und ja, freue mich auf das nächste Mal. Ja, ihr Lieben, ich hatte ja gesagt, von mir aus sehe ich es auch als Ende. Ich kann zu dem, was ihr jetzt gerade noch besprochen habt, sagen, dass ich das sehr offen lasse. Also die Frage, inwiefern sich da in uns Menschen die innere Steuerungszentrale durch den Geist, das Geistige, die Vernunftseele irgendwie weiterentwickeln kann. Ich denke mehr pragmatisch. Also wir haben durch die neue Fähigkeit des Geistes, der Intelligenz, dieser erhöhten Werkzeug- und Waffenfähigkeit und so weiter, aber auch Strukturfähigkeit, arbeitsteilige Strukturen und was weiß ich alles so, haben wir ein Potenzial an Wirkungsmöglichkeiten und Wirkungsgefahren auf die Welt, das wir durch eine moralische oder Verantwortungssteuerung auffangen müssten, die wir entwickeln müssten. Also die wir in der Form nach meinem Eindruck jetzt noch nicht bei den Bonobos so sehen können, die aber einfach in der Sache notwendig ist, wenn die erhöhten Waffen- und Werkzeugmöglichkeiten und so durch eine entsprechende Moral- und Verantwortungssteuerung aufgefangen werden können sollen. Und mein wissenschaftliches Experiment, was ich ja oft so ausdrücke und kennt ihr ja auch schon, ist dementsprechend, ob die wissenschaftliche Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife, wie sie die Entwicklungspsychologie in Form des Post-Conventional Level formuliert hat, ob das einfach lebbar ist. Und ich gucke da jetzt weniger, ob in mir die DNS oder DNA da ist oder nicht da ist, sondern ich habe mich dazu entschieden, geistig, vernünftig so zu überlegen, was würde das für eine Form annehmen, was wäre die praktische Konsequenz. Und das mache ich mal einfach, so gut wie es geht. Ihr kennt alle den Spruch. Viele sagen oder sagten, das ist doch ganz unmöglich, das kann man nicht machen. Dann kam einer, der wusste das noch nicht und der hat es dann einfach gemacht. Ja, also insofern, letztendlich wird ja zeigen, was möglich ist, also was gelebt werden kann, was dann auch irgendwie in uns eine Basis für dieses Ausleben haben muss, musste und in Zukunft haben kann. Alle nochmal umarmt von mir aus. Bis nächstes Mal oder bis im Forum. Ja, also liebe ARD, ja, alle liebe Millionen ARD und ZDF-Zuschauer, jetzt haben Sie die Qual der Wahl, falls wir Wahlprozesse machen, aber Sie können sich ja einfach auch entscheiden, mit welchem Ansatz Sie sich noch intensiver beschäftigen wollen. Die ZDF-Leute und ARD-Leute blenden ja überall die Homepages ein und die Kontakte und alles Mögliche wurde ja die ganze Zeit eingeblendet. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, wo ihr stärker mit euch beschäftigen wollt. Ja, also, dann war es das. Ich stoppe als erstes nochmal alle Tschüssi rufen. Ne? Ja, ciao. Tschüss. Uhuhu. Ich stoppe als erstes die Aufzeichnung.